Willkommen aus München, wo das Asus Zenfone 2 haben. 4 GB RAM zum ersten Mal in einem Smartphone drin. Asus legt hier also volle Kanne zu mit Smartphone Power. Das hat noch kein anderer Hersteller gemacht und für einen Preis von 350 Euro erst recht nicht. Man kann die Rückseite abmachen. Wir haben Dual Flash, gute Kamera hinten und vorne, viele Softwarefunktionen, die genial sind. Wir haben es in Taiwan gekauft. In Deutschland kommt es auch demnächst auf den Markt. Für nur 350 Euro mit 4 GB RAM und 32 GB internem Speicher, den wir auch erweitern können, beziehungsweise das gibt's auch mit 64 GB. Full-HD-Bildschirm, Gorilla Glass 3 vorne, also schön kratzgeschützt. Wir haben natürlich 4G LTE drin und einen sehr schnellen Intel-Prozessor, und zwar der Z-Serie. Es gibt da einen Unterschied zwischen der 2 GB und 4 GB Version. Bei der 2 GB Version haben wir den Z3560, hier den Z3580 drin, der wirklich schön schnell ist. Hier eine Quad-Core entsprechend mit 2,3 GHz und beide haben den gleichen PowerVR G6430 GPU drin. Viel technischer Hintergrund, also schauen wir uns das Gerät einfach mal von außen an, denn das haben wir jetzt ein paar Tage benutzt, wie wir sehen können. Unten einmal zum natürlich Aufladen und Mikrofon ist auch dabei, zum Telefonieren, auch wenn es ein 5,5 Zoll großes Smartphone ist. Oben Kopfhöreranschluss und An- und Ausschalter bzw. Mikrofon und dann auf der anderen Seite nichts, denn eigentlich auf der Rückseite ist das meiste drauf, wie zum Beispiel Lautstärkeregler, die 13-Megapixel-Kamera, hier unten natürlich Lautsprecher, dann hier eine Rückseite, die aus Plastik ist, die wir abmachen können und dann finden wir auch drin den Akku mit 3000 mAh, den wir auch austauschen können, beziehungsweise zwei SIM-Karten können wir hier auch benutzen bei diesem Flaggschiff von Asus, der nur halb so viel kostet wie die Flaggschiffe von den Konkurrenten. Also zwei SIM-Karten, einmal mit LTE, einmal nur mit GPRS. Der Akku hier nicht tauschbar, hier haben wir die zwei E-Mail-Nummern für die zwei SIM-Karten und MicroSD entsprechend auch und nur ein Lautsprecher hier bei dem 5,5 Zoll Modell bei dem ZE55. NFC natürlich auch mit drin, hier in der Hülle. Es gibt viele verschiedene Farben hier zu kaufen, wir haben hier schwarz gekauft, beziehungsweise silberne. Das gibt es noch in rot, ich glaube weiß, blau, beziehungsweise auch noch vielen anderen so Übergangsfarben. Was die Rückseite angeht, werden wir dann hoffentlich im Handel dann ein paar finden. Vorne die Kamera übrigens 5,5 Zoll und wenn ihr euch jetzt wundert, Anschalter oben bei so einem großen Handy, man kommt nicht so wirklich oben ran, das hat HTC auch festgestellt, nachdem sie das M8 auch den Anschalter oben hatten, jetzt hier nicht seitlich, so wie Samsung macht und viele andere Hersteller wie Apple auch, sondern einfach per Double Tap aufwecken und schon können wir zum Beispiel hier Lara Croft spielen, Relic Run. Das ist so eine Temple-Run-mäßige Spiel und mit noch coolerer Grafik und ein bisschen anspruchsvoller, was die Moves angeht. Hier aber, ich glaube, man benötigt Internet dafür, bin mir gerade nicht sicher. Ich spiele es jetzt zum ersten Mal. Ich habe es aber gesehen, dass es wirklich einfach cool gemacht ist und entsprechend, wir sehen können, schon das Intro hat sehr schnell gestartet. Wir mussten fast nichts warten hier bei der 4 GB-Version von dem Asus Zenfone 2. So, ich probiere jetzt einfach mal hier schnell hier durchzugehen, beziehungsweise während das Spiel lädt und es wird nicht lange laden durch den schnellen und großen RAM. Bei diesem relativ kleinen Spiel von 100 MB könnten wir auch noch vergleichen mit dem iPhone 6 Plus, deswegen habe ich es hier liegen, weil die beide ja 5,5 Zoll Bildschirm haben. Ich will jetzt aber hier nicht mein Google-Konto verbinden und ihr könnt schon sehen, hier die wunderschöne Grafik mit der Lara, die dann anfängt hier zu laufen und wir könnten jetzt hier zum Beispiel natürlich rechts gehen, links gehen, springen, rollen, beziehungsweise ducken und so weiter und so fort. Beziehungsweise, genau, jetzt bin ich schon hier sozusagen gescheitert an der ersten Position, wobei es hier mehrere Leben, glaube ich, gibt und man dann immer wieder weitermachen kann, wobei ich natürlich hier nicht unbedingt das Spiel testen will, aber wie ihr schon sehen könnt, die Grafik macht hier Spaß auf dem großen Smartphone und ich habe entsprechend auch noch ein anderes Spiel für euch und zwar dieses Beach Buggy Racing und unter AnTuTu haben wir auch sehr viele Punkte erreichen können und zwar 48.000. Das kommt zwar noch nicht ganz in die 70.000 von einem Samsung Galaxy S6 ran, aber wie gesagt, das Handy kostet ja ungefähr halb so viel, wenn wir den Grundpreis von einem S6 zum Beispiel nehmen oder einem LG G4 für 700 Euro, wobei wir hier natürlich noch den Speicher erweitern können, was bei Samsung auch gar nicht der Fall ist. Und genau. So, dann fahren wir mal. Geben Gas. Beziehungsweise Gas geben tut er alleine. Ich könnte dich dann bremsen, beziehungsweise hier dann links und rechts hier steuern oder auch natürlich auch ein bisschen anders.
Ja, wie ihr gemerkt habt, hier auch das Spiel super schnell gestartet. Wir mussten fast nichts warten. Und es macht einfach Spaß, mit einem Smartphone, mit so einer Performance hier zu spielen, beziehungsweise das einfach zu benutzen. Wenn ihr mir unter Antutu nicht glaubt, ich mache mal nochmal den Benchmark auf. Vielleicht hatte sie es gemerkt. Falls ihr es nicht gemerkt habt, doch hier 47.494 Punkte und im Ranking dann entsprechend knapp hinter dem Note 4, das immer noch, glaube ich, mehr kostet als das Handy hier. Wobei das natürlich hier keinen Stift mit dabei hat. Aber auch schneller als ein M8, ein OnePlus One hier, wobei das den gleichen Preis hier hat wie ein OnePlus One zum Beispiel. Gut, ihr merkt natürlich auch die Software schön schnell. Android 5.5 heißt, ich kann hier mal kurz die Einstellung reingehen, wie ihr sehen könnt, auch hier alles schnell und nicht 5.5, natürlich das Display ist 5,5 Zoll, wir haben Android 5.0 Lollipop hier installiert. Wenn ich hier öfter drauf drücke, dann seht ihr das auch. Hier kommt der Lollipop, bei dem wir die Farben ändern können. So, natürlich auch andere Apps gehen hier schnell auf. Wenn ich jetzt hier durchscrolle, sehen wir ein paar asiatische Apps noch mit dabei drauf, die vorinstalliert wurden von Asus natürlich, weil wir es in Taipei gekauft haben, in der Hauptstadt von Taiwan. Und genau, dann können wir hier ganz kurz unter, aufs Smartphone hier drauf gehen und zum Beispiel unsere ungarische Seite aufrufen, beziehungsweise ich kann euch hier die Tastatur noch ganz kurz zeigen. Wenn wir hier drauf gehen, seht ihr, das macht hier auch Spaß, was die Größe angeht. Kann alles gut lesen, aber ich kann auch schnell meine Tasten verbinden, wenn ich jetzt hier den Spiegel wollen würde. Ups, ich habe hier gar keinen Swipe eingestellt. Man kann hier gut tippen und auch natürlich dann sich hier schnell navigieren. Drehen tut's auch schnell. Wir haben ja einen schnellen Quad-Core-Prozessor drin und wie ihr merkt, auch auf einer Responsive-Seite kann man hier mit vielen Bildern auch so schön zoomen. Das Display ist wunderschön scharf. Wir sind hier sozusagen draußen im Wintergarten und es macht hier auch so noch Spaß, hier alles natürlich einfach so durchzuscrollen und zu lesen, auch wenn die Seite jetzt auf Englisch ist und ihr wahrscheinlich nicht viel versteht. Aber genau, also die Performance ist hier auch da. Ich kann auch die letzten Apps hier aufrufen. Wie ihr sehen könnt, im Hintergrund läuft jetzt hier noch einiges. Beziehungsweise hier unten könnt ihr auch noch sehen, dass wir hier verschiedene Möglichkeiten nach haben, hier Einstellungen vorzunehmen. Zum Beispiel können auch sehen, was hier alles läuft. Wir haben 1,5 GB fast frei, also 1,3, cached und used alles gleich auf. Wir haben keine Apps gepinnt, das ist eine neue Funktion unter Android 5 und hier könnte ich alle Apps schließen, will ich gerade gar nicht. Und da haben wir natürlich noch die Option, unter Google sofort auch was zu suchen. Was ich jetzt auf jeden Fall noch zeigen muss, ist die Kamera. Wie ihr seht, die geht auch schnell und schnell auf. Ich kann hier wunderschön einfach mal ein Foto schießen, auch mit Fokus. Und wir haben auch hier vor allem die Möglichkeit, vieles einzustellen, was Exposure, ISO, White Balance uns angeht. Beziehungsweise ich kann hier viele verschiedene Modis auswählen. Vor allem der Manual Mode wird vielen, glaube ich, gefallen, wo ich dann hier oben einfach drauf gehen kann und dann hier auch selber wie in meiner Profikamera alles einstellen kann und auch sofort sehe, was zum Beispiel ein White Balance bringt oder der ISO oder natürlich auch der Auslösezeitraum, wobei wir hier nur bis maximal, ich glaube, zwar eine halbe Sekunde runtergehen können, wobei das bei dem LG G4 zum Beispiel noch weiter ist. Aber na, hier können wir auf jeden Fall die Unterschiede sehen, die man jetzt hier zum Beispiel bei einem manuellen Modus hätte. Und man kann auch viele natürlich noch weiter runterladen. Das sind noch lange nicht alle. Asus bietet hier noch eine Reihe an weiteren natürlich Dingen an. Und auch Party Link ist witzig, aber dazu dann separat in einem Video zu den Asus Programm. Genau. Also, ups, wobei ich habe die Frontkamera jetzt noch gar nicht gezeigt. Hier seht ihr dann mich. Gerade mit Beautification an, wobei das ich hier am besten wohl ausmache. Wir können ja auch einstellen, nach wie vielen Sekunden zum Beispiel das Foto geschossen werden soll. Das kann natürlich auch praktisch sein. Ich lasse es jetzt mal hier weg. Beautification können wir auch komplett ausmachen. Ich könnte jetzt mich hier noch schminken, beziehungsweise hier viele coole Sachen einstellen, wie noch schönere oder größere Augen. Das haben Asiaten immer ganz gerne, damit die rundere, größere Augen haben. Wobei man das hier natürlich alles übertreiben kann. Und das, glaube ich, echt nicht schön ausschaut, wenn das Smartphone hier meine Augen gleich erkennt und ich dann wirklich einfach verrückt große Augen habe, wie ihr das zum Beispiel dann hier erkennen könnt. Das schaut einfach ein bisschen creepy aus. Und naja, muss nicht unbedingt sein. Asiaten spielen aber gerne mit sowas rum, aber
für den europäischen Markt nicht ganz so spannend. Hier bei dem Asus ZE551ML. Der Name ist ein bisschen bescheuert, aber achtet auf jeden Fall drauf, dass ihr, wenn ihr das Handy kauft, die Version kauft, wo 4GB drauf ist. Die ist nämlich der Hammer, wie ihr merkt, super schnell. Und auch hier die 2,3 GHz sind wichtig, denn wenn ihr nur die 2GB RAM-Version kauft, die natürlich viel billiger ist, dann habt ihr hier den langsameren Gigahertz-Wert auch, denn dann ist ein anderer Intel Atom-Prozessor drin. Aber ansonsten die Kameras und alles Mögliche bleibt gleich. Ein Unboxing dazu habe ich euch schon gezeigt. Jetzt, bevor wir zum Ende kommen, nochmal hier ganz kurz der Größenvergleich mit einem iPhone 6 Plus, der ungefähr 2-3 Mal so viel kostet. Oder das. In der Dicke natürlich das Asus verliert hier, weil wir natürlich diese auswechselbare Rückseite haben, wodurch das Handy hier 10,9 mm dick wird in der Mitte und 170 Gramm wiegt das hier, das ZE551ML, hat aber das schnellste WLAN drin, auch ein FM-Radio und alles, was man drin braucht, auch GPS darf nicht fehlen. Und falls euch der SAR-Wert noch interessiert, der liegt bei 0,35 Watt pro Kilogramm am Kopf. So. Ein Konkurrenzprodukt habe ich noch da, 5,5 Zoll, das LG G4. Das G3 ist da relativ ähnlich. Hier könnt ihr dann die Größe im Unterschied auch noch sehen. Das Asus nicht viel größer, beziehungsweise ich kann hier mal das Kabel rausziehen. Das brauchen wir jetzt hier nicht. Und dann nochmal beide aufeinander halten. Und dann würde ich jetzt auf jeden Fall das Asus nehmen. Lieber jedes Jahr ein neues Smartphone mit auch sehr guten technischen Daten als alle 2 Jahre eins, das doppelt so oder dreifach so viel kostet. Und dann einfach nur zum Beispiel auch mehr Strom frisst durch ein Display, das einfach noch eine höhere Auflösung hat. Wobei die Android-Tasten mir hier außerhalb von dem Display sehr gut gefallen beim Asus. Dadurch hat man ein bisschen mehr Platz, wie ihr sehen könnt. Beide haben 5,5 Zoll als Bildschirmgröße, aber beim Asus ist einfach mehr drauf, dadurch, dass wir die Android-Tasten nicht im Bild haben. Genau, das war's auch schon mit dem Zenfone 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Name ist Balazs Gral. Vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren und bis zum nächsten Mal.